Hallo und herzlich willkommen bei A la Frigo, der Kochshow von und mit Schorsch Wagner. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von A la Frigo. Heute gibt es Elsässer Kraut, Sauerkraut. Elsässer Kraut, wieso Elsässer Kraut? Wir haben ja mehr so die bayerische Variante von unserem Kraut. Hier haben wir drei verschiedene Sauerkrauttypen gekauft. Das hängt ganz von eurem Geschmack ab. Wie mild wollt ihr es haben? Wie säuerlich soll es sein? Wie voll soll es sein? Nur zum Inhalt. Wir haben einmal Biokraut genommen, einmal haben wir etwas genommen, was industriell hergestellt wird und einmal was so ein bisschen artisanal, also sprich von so einer Hinterhofbude wahrscheinlich produziert worden ist. Das Ganze wird gemischt und dann schauen wir mal, wie das wird. Vorher geben wir nur einen Hinweis, wieso das auch Elsässer Kraut heißt. Weil wir hier einen Riesling haben aus dem Elsass. Und das heißt, sobald wir dann hier die Zwiebel und hier nochmal das Kassler und auch hier den Schweinebauch angebraten haben, ist es so, dass wir das mit ein bisschen Kraut dann aufkochen lassen und das mit dem Riesling ablöschen. Was wir brauchen, ist leider Gottes die ganze Flasche. Entsprechend schmeckt es dann auch. Ihr wisst es ja selber aus der Erfahrung, je länger das Kraut kocht, desto intensiver ist der Geschmack. Das heißt, Kraut kann man immer nachfüllen, Tag für Tag. Deswegen heißen die ja auch wahrscheinlich Krauts in anderen Ländern, die das essen. Aber manchmal schmeckt es und speziell im Winter ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden. Wenn es Gseufz gibt mit einem ordentlichen Kraut, dann nehmen wir Salzkartoffeln dazu. Und hier haben wir noch ein paar Gewürze, die besprechen wir ganz kurz. Wir haben Lorbeerblätter, wir haben hier Pimentkörner, wir haben hier Nelken, ganze, wir haben ein bisschen Senfkörner und wir haben Wacholder. Wacholder ist das, was bei euch Gin heißt zu Hause. Und das kommt da rein und dementsprechend wird das Kraut dann abgeschmeckt und wenn es dann sein muss, kommt ein bisschen Essig drauf oder Zucker rein. Zu den Kartoffeln kann man dann noch ein bisschen Kümmel nehmen, Salz, Pfeffer nach Bedarf. Das haben wir jetzt hier nicht mit visualisiert, aber so, dass ihr sagt, ja, das ist die Basis, auf der euer individuelles, persönliches Sauerkraut das Licht der Welt erblickt. Schauen wir mal, wie es uns schmeckt danach. So, jetzt haben wir unser Sauerkraut aus dem Topf geholt. Dort haben wir es 3 Stunden kochen lassen. Da schmeckt es gut. Wenn wir es morgen nochmal 3 Stunden kochen lassen oder 1 Stunde wieder aufwärmen, schmeckt es noch besser, wie ihr alle wisst. Also schauen wir mal, was aus dem Kraut geworden ist. Wir haben hier ganz klar einen Kassler, welches sich vom Knochen gelöst hat und welches ganz leicht zu essen ist. Man spürt natürlich den Riesling, aber das Kraut schmeckt einmal frei. Hier können wir jetzt noch Kümmel drauf tun, Salz, Pfeffer, selber so wie ihr möchtet. Die Kartoffeln dazu sind Salzkartoffeln, sind gedämpft worden, wie ihr gesehen habt. Super Essen, ein super gutes Essen, ein gesundes Essen, auch wenn es ein bisschen fett ausschaut. Aber es cremt die Seele und den Darm und im Winter ist es umso besser.
Wir trinken dazu einen ganz leichten Sprudelwasser hier, ganz leichten weißes Sprudelwasser, diesmal aus deutscher Produktion. Passt recht gut zum Sauerkraut. Ein leichtes Bier geht auch auf uns. Schön kalt halten das Ganze, 6 bis 8 Grad. Gibt einen wunderbaren Kontrast zu dem säuerlichen Kraut und zu dem leicht fetten Fleisch. Einmal frei. So, probiert es aus. Schreibt uns eure Erfahrungen. Wir freuen uns auf jeden Einwand, auf jede Kritik. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Teilt das Rezept, gebt es weiter. Wenn es wieder heißt, Essen was schmeckt, freuen wir uns, euch wiederzusehen. George Wagner und sein Team bei Alla Frigo. Beim nächsten Mal viel Spaß damit. Ciao, ciao.